Hallo und herzlich willkommen bei Sladdy Zack. Bei einem Wissensquiz zum Allgemeinwissen. Wieder mal bei einem Quiz auf 50plus.de zum Allgemeinwissen. Schwierigkeitsgrad schwer. Und ich habe schon mal so ein bisschen angetestet. Und wenn du hier mehr als 3 Fragen richtig beantwortest, dann bist du wirklich klasse. Dann sind die Millionenfragen bei Wer wird Millionär kein Problem für dich. Also nicht zu viel erwarten hier. Ja, dann fangen wir mal an. Und schon bei der ersten Frage habe ich keinen Plan, was das sein soll. Was war die internationale Kerze? Das könnte sein. Ehemalige Farbkennzeichnung von Flughäfen. Das Olympische Feuer. Einheitsleuchten mit Länder Schifffahrt. Eine Einheit der Lichtstärke. Internationale Kerze. Ehemalige Farbkennzeichnung von Flughäfen. Was soll das sein? Das Olympische Feuer. Internationale Kerze. Ja, drücken wir mal auf Olympisches Feuer. Und schon falsch. Erste Frage und schon die erste falsche Antwort. Nächste Frage. Was wurde nach John Baskerville benannt? Eine Methode zur Datenübertragung, ein Roman mit Sherlock Holmes, ein Folterinstrument, Kursivdruckschrift, John Baskerville. Also, das ist natürlich der Hund von Baskerville, wenn man das mit Sherlock Holmes in Verbindung bringt. Aber das hat ja mit John Baskerville nichts zu tun, ne? Ein Folterinstrument. John Baskerville. Kursivdruckschrift. Eine Methode zur Datenübertragung. Das lächelt mich an. Was wurde nach John Baskerville benannt? Aber es wird wohl die Kursivdruckschrift sein. Baskerville. Was nimmst du da? Baskerville. Kursivdruckschrift. Also, eins richtig. Nächste Frage. Was ist der Nansenpass? Polargebiet, Berg in Norwegen, Gebirgsübergang in Bhutan, Ausweis für Staatenlos. Der Nansenpass, Ausweis für Staatenlos. Gebirgsübergang in Bhutan, Nansenpass, Berg in Norwegen. Nansenpass, Polargebiet, Nansenpass. Also das hat was mit Gegend zu tun, Polargebiet, Berg, auch was mit Erdkunde, Gebirgsübergang, Erdkunde. Das einzigste, was rausfällt, ist der Ausweis für Staatenlose. Und da klicke ich jetzt drauf. Richtig. Nächste Frage. Was ist das Fridericianum? Fridericianum. Eine Sporthalle.
ein Berliner Gymnasium, ein Museum, ein altes Rechtsbuch. Das kommt mir bekannt vor. Und ich denke, es ist ein altes Rechtsbuch. Sporthalle ist Gymnasium, oder? Wie war das? Berliner Gymnasium ist zu spezifisch. Ein Museum, könnte er sie. Ein altes Rechtsbuch. Meines kommt mir bekannt vor. Scheiße, ein Museum. Schon zweite falsche Antwort. Nächste Frage. Was ist Glycine? Was ist Glycine? Oder Glycine? Oder eine Pflanze? Ein chemischer Konservierungsstoff? Ein Spurenelement? Ein Farbstoff? Glycin? Ein Spurenelement. Scheiße. Eine Pflanze. Dritte falsche Antwort. Zum Resultat. 2. Alter. Und mit 2 richtigen Antworten bin ich besser als 49% aller Spieler. Schon unglaublich. Machen wir noch eine Runde. Quiz neu starten. Jetzt spielen. Ein aussterbender Handwerksberuf ist der des Pliesterers. Was macht ein Pliesterer? Fachwerkhäuser mit Lehm verputzen. Schneidwerkzeuge schleifen und polieren. Das war der Scherenschleifer. Schiffsplanken mit Hanf und Teer abdichten. Fußböden mit Linoleum belegt. Pliester. Ein aussterbender Handwerksberuf. Schiffsplanken mit Hanf und Teer abdichten. Fachwerkhäuser mit Lehm verputzt. Pliester. Das geht hier wieder gut los. Ich nehme die. Lehm verputzen. Erste Frage richtig. In welcher Disziplin kennt man den Rechtsschenkelblock? Rechtsschenkelblock, in welcher Disziplin? In der Architektur. Was hat Architektur mit Disziplin zu tun? Im Leistungssport, in der Mathematik, in der Medizin. Rechtsschenkelblock in der Medizin. War das nicht irgendwas mit Thrombose oder sowas? Naja, wer weiß das schon. Richtig. Dicker Mediziner. In welcher Disziplin? Achso, nächste Frage. Wo spielt die Schweißlatte eine tragende Rolle? In der Humanmedizin, bei der Leichtathletik, bei der Schifffahrt, im Stahlbau. Schweißlatte. Im Stahlbau, in der Humanmedizin, Schweißlatte, bei der Leichtathletik, bei der Schifffahrt. Was soll denn eine Schweißlatte bei der Leichtathletik sein? Und bei der Schifffahrt? Schweißlatte. Ich bringe es jetzt in Verbindung mit Schweißen. Im Stahlbau. Schweißlatte. Sagt man zwar nichts, aber. Im Stahlbau. Falsch. Bei der Schifffahrt. Na toll. Erste falsche Antwort. Nächste Frage. Was ist ein Qiang? Habe ich zuerst Klang gelesen. Was ist ein Qiang? Tibet-Wildesel. Ein Quellfluss des Yangtze-Kiang. Asiatisches Flachbodenschiff. Dreirädriges thailändisches Taxi.
Mal die Reise dran, das ist Tiang. Naja, hört sich wahr wie Flachbodenschiff. Falsch, Wildesel. Zweite falsche Antwort. Haben wir überhaupt schon was richtiger? Ach du Scheiße, was ist Guaracha? Große Fasstrommel aus Guatemala. Tanzliedtypus aus Kuba, Guaracha. Das heißt aber anders. Reggae Begleitband, Hochebene in Peru, Guaracha. Alter, das quasi. Aber was? Nee. Das sticht da nichts raus. Erdkunde. Kultur. Kultur. Es tut mir leid, aber dabei. Ja, Cortana, alles gut. Große Fasstrommel aus Guatemala. Guaracha? Nee. Tanzliedtypus. Ecke Begleitband. Okay. Musik, Musik, Musik. Was raussticht, ist die Hochebene im Büro. So rum. Falsch. Tanzlied. Das war die dritte falsche Antwort. Schon wieder fertig. Zwei richtige Antworten. Alter Schwede, das muss doch besser gehen. Quiz neu starten. Jetzt spielen. Was ist wahr? La jamais content. Content. La jamais. Content. Kranke Französisch. Alter. Was ist wahr? Ein Elektroauto. Ein Kartoffelgericht. Ein Roman von Victor Hugo. Ein Schlafwagen des Orient Express. La Jamais. Ein was war, ist ein Jamais Content. Ein Kartoffelgericht. Jamais. Ein La Jamais Content. Ein Roman von Victor Hugo. Ein Schlafwagen. Das fängt schon wieder gut an. Ich hab wieder kein blasses Schimmer. Ein Roman. Scheiße, ein Elektroauto. Erste Frage schon wieder falsch. Was ist ein Qiang? Ach du Scheiße, was war jetzt das? Also, der Tibet Wildesel. Naja, gut. Das war jetzt Glück. Der Name Ahmed bedeutet der Lobenswerte, der Prächtige, der Strahlende, der Siegreiche. Ich glaube, der Lobenswerte. Hey, weiß man was? 1924 starb Franz Kafka in welchem Staat? Franz Kafka. In der Schweiz. Scheiße, in Österreich. Toll. Schon zweite falsche Antwort. Was ist das West? Das kann ich nicht mal lesen. Westerquartier. Das kann ich nicht mal lesen. Westerquartier. Schreibt man das Quartier? Vogelschutzgebiet in Ostfriesland, Landstrich in der niederländischen Provinz Groningen, Seehundaufzuchtstation auf Sylt, Hafeneinrichtung zur Lagerung von Flüchtigen. Was?
Hafeneinrichtung zur Lagerung von flüchtigen Stoffen. Westerquartier. Ostfriesland, wenn man das. Niederländisch, schreibt man Quartier Niederländisch so oder was? Westerquartier. Seehund auf Sylt. Auf Plattdeutsch oder wie? Auf Plattdeutsch wäre das nicht an, eher auf Friesland. Nee, kick mal wieder ein. Ah, Seehund. Scheiße. Das war überhaupt nichts. Wieder nur zwei. Eine letzte Runde. Das wäre doch gelacht, wenn wir jetzt hätte mal drei schaffen. Jetzt spielen. Welches ist keine typografische Schriftart? Ganz toll. Wahiti, Clarendon, Altschwabacher, Saxonien. Clarendon, Altschwabacher. Wahiti, Clarendon, Altschwabacher. Altschwabacher habe ich noch nie was. Das hätte man doch mal irgendwo gesehen, Altschwabacher. Typografische Schriftart, Clarendon. Scheiße, Saxonien. Mist, das war nicht mal in meiner Auswahl. Erste Frage schon wieder falsch. Was versteht man unter Davy Jones Locker? Davy Jones. Davy Jones ist locker. Hoher Seegang, der Grund des Ozeans. Die Riesenkrake, ein gesunkenes Schiff. Alles mit Wasser zu tun. Davy Jones locker. Grund des Ozeans. Reiner Zufall. Nächste Frage. Was ist Bar? Kratersee. Druckbildstock. Maßeinheit. Süddeutsche Landschaft. Schwarzwald-Baarkreis. Süddeutsche Landschaft. Richtig! Nächste Frage. Wo wurde das Theaterstück Der gute Mensch von Szechuan uraufgeführt? Superklasse. Der gute Mensch von Szechuan. Berlin, Zürich, Leipzig, Weimar. Szechuan und Weimar. Berlin, Zürich. Der gute Mensch von Szechuan. Das ist die Übersetzung, oder? Das ist der Titel auf Deutsch. Berlin ist Deutsch. Leipzig ist Deutsch. Weimar ist Deutsch. Alles ist Ostdeutschland. Oder Weimar? Nee, Weimar ist West. Oder? Alter Schwede. Erdkunde war ich nie besonders. Also was raussticht ist Zürich, ich nehme das was raussticht. Richtig! Nächste Frage, wieder Zufall. Was versteht man unter ICAD? Alter Schwede. Eine Veredelungstechnik im Obstbau. Eine Glasmaltechnik. Eine Intarsientechnik. Eine Webtechnik ICAD. Veredelungstechnik im. Intarsientechnik. Glasmaltechnik. ICAD.
Webtechnik. Kann alles von denen sich. Bis auf die Veredelungstechnik im Obstbau, die heißt das heißt anders. Also, das lasse ich raus. Glasmaltechnik, Intarsientechnik, Webtechnik, E-Card, Webtechnik. Richtig. Wer oder was ist Daft Punk? Eine besondere Jugendkultur. Eine französische Hausformation. Ein Stadtteil von London. Daft Punk. Eine Punkband der 70er Jahre. Eine besondere Jugendkultur. Punkband der 70er Jahre. Eine französische. Ja, das ist doch nie im Leben. Zweite falsche Antwort. Nächste Frage. Alter, was ist Karnöffel? Eine spezielle Karnevalstracht. Ich bin ja so ein Fasnächtler, gell? Wenn Fasnacht ist, mache ich Rollator runter. Eine spezielle Karnevalstracht. Ein hessischer Kartoffeleintopf. Karnöffel. Eine der ältesten Kartenspiele. Durch Gletscher geformte Höhlen. Eines der ältesten Kartenspiele. Ein hessischer Kartoffeleintopf. Karnöffel. Kartoffel? Karnöffel. Eines der ältesten Kartenspiele. Hätte man noch einmal gehört, oder nicht? Ich nehme das, was für mich am einfachsten aussieht. Das ist der hessische Kartoffeleintopf. Falsch. Kartenspiel. Dritte falsche Antwort zum Resultat. Vier richtige Fragen. Drei davon waren Zufall. Oder zwei. Die sind besser als 72% aller Spieler. Das lasse ich so stehen. Fertig. Alter Schwede. Ist das schwer? Also, das als schwer zu betiteln ist schon. Also, das müsste eigentlich schon super schwer heißen oder mega schwer oder unlösbar. Unglaublich, was das für Fragen sind. Alter Schwede. Ja, da haben Sie recht. Ein Abo wäre ganz lieb. Ein Daumen hoch, Daumen runter. Beim Daumen runter wisst ihr gern warum. Und ein Kommentar an sich wäre super. Erzählt mir mal, wie viel ihr richtig hattet. Also ich habe keinen blassen Schimmer beim meisten der Fragen. Wie seht ihr das? Zu schwer? Also, bis zum nächsten Video. Und tschüss, wenn ihr den Knopf findet, gell, wie immer. Und tschüss. Nice.